los. So, meine lieben Freunde, worum geht's? Also, es geht darum, Black Ops 4, ich muss mal wieder meinen Senf dazulassen, und zwar geht es mir darum, dass mir einige Dinge überhaupt nicht gefallen, die sich so im Netz rumtreiben hier auf YouTube. Dann wird sich aufgeregt über die Spezialisten und dann ist die Titan ist zu groß und das ist zu groß und das geht nicht und das ist falsch und ich mache eine Streak und dann kommt da so ein Noob in Anführungsstrichen vorbei und versaut mir mit seinem Spezialisten doch tatsächlich meine Streak. Das geht mir irgendwie auf den Keks. Weil egal was ist, es wird prinzipiell das erste Gebot ist meckern. Meckern, 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 meckern. Genau dasselbe, was ich jetzt mache. Ich meckere nämlich jetzt auch. Und das muss ich euch mal sagen. Ich finde das total unfair, dass es Spieler gibt, ja, die in der Lage sind, 14 Stunden am Tag dieses Spiel zu spielen und so gut werden können. Ich kann das nicht, verdammt nochmal. Ich fordere ein Zeitmanagement von Activision. Jawohl, ich sage, jeder Spieler darf nur in der Lage sein, sich 2 Stunden einzuloggen pro Tag. So, keine zweite Accounts, gar nichts, keine Möglichkeit zu üben. Das wird alles gefiltert an IPs und ausgesucht. Das fände ich fair. Weil ich als armer, kleiner Noob, ja, der ich ja nun mal bin, weil ich bin zu alt, ich bin erstmal schon mal benachteiligt, das finde ich auch. Man sollte Altersklassen einführen, ja? Lobbys einführen, wo man nur nach Altersklassen reinkommt, damit das ungefähr gleich ist. Dann muss man einführen, ganz wichtig, alle dürfen nur mit derselben Waffe spielen, mit derselben Ausrüstung und mit derselben Menge an Munition zum Beispiel, ja? Man muss alles gleich machen, damit das auch fair ist. Und damit dann diese eine Streak von dem kleinen Noob, der da in der Ecke sitzt und sich freut, dass er endlich mal einen Kill machen kann, so wie ich zum Beispiel, mit seinem Stacheldraht keine Chance hat, ja? Oder mit seiner Flammenwerfer, Gedönse oder was weiß ich. Der muss da rausgefegt werden. Ja. Ich finde, das ist doch gut. Das wäre doch nur fair. Also ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Wenn ich doch schon Pro-Spieler bin, der also super spielen kann, der die Waffen beherrscht, der das Spiel studiert hat, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich damit zu beschäftigen. Oder der vielleicht 18 Jahre alt ist, weil darunter darf man das Spiel ja nicht spielen, da gibt es ja auch keine Spieler, das ist wichtig. Und schnelle Reflexe hat. Ja, jetzt könnt ihr dem doch nicht das Spiel auch noch kaputt machen, indem da so ein armer kleiner Noob wie ich vorbeikommt und ihm da mit der Titan den Schädel wegpustet. Ja, wo kommen wir denn da hin? Das macht doch keinen Spaß. Leute, ihr müsst mal überlegen, jetzt habe ich gerade einen Bericht gesehen, habe ich mir einen YouTube-Film, da regt sich einer auf, dass irgendein, was weiß ich, entlassener Activision-Trasher-Mitarbeiter sich überlegt hat, ein paar Infos rauszuschmeißen über DLC-Waffen, wo Activision doch uns Spielern versprochen hat, dass diese DLC-Waffen nicht kommen werden. Und jetzt ist rausgekommen, sie kommen. Über 15 Kanäle, nichts genau bestätigt, aber das Gerücht ist da. Und jetzt frage ich euch mal wirklich, wofür machen die das Spiel? Doch nicht, weil sie Spaß dran haben. Doch nicht, weil ihr alles so tolle Spieler seid und sie euch mit Content versorgen wollen und mit neuen DLCs und mit, weil denn das so einen Bock macht. Nein, die machen das Spiel Punkt 1, um Geld zu verdienen. Das ist das Oberziel. Die haben rausgefunden, BO4, Call of Duty Spieler geben viel Geld für dieses Spiel aus, also liefern wir denen was. Und dann machen sie das nicht, weil das denen so einen Spaß macht. Die machen es, weil es ein Wirtschaftsunternehmen ist. Und nicht, weil 12 Pro-Spieler, die irgendwo in der Ecke hocken, den ganzen Tag nichts anderes tun, als BO4 zu spielen, ihre Wünsche da präsentieren wollen. Nein, sie machen es, weil die breite Masse das spielt und die breite Masse das fordert.
Und keiner produziert irgendein Spiel just for fun. Punkt. Wenn keiner dieses Spiel spielen würde, würde gar kein DLC davon geben. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und mir ist es doch dreckegal, ob die da eine Waffe reinmachen, die man sich verdienen muss, wo ich vielleicht als Noob gar nie drankommen werde. Dann habt ihr eure tollen Waffen. Die gleichen Spieler, die sich über sowas aufregen, oder die gleichen Leute, die sagen, oh, boah, und die machen meine Streak kaputt, und wie kann ich das nur, und so ein Noob, der hat doch nichts drauf, und der macht alles kaputt, was ich mir erarbeitet habe. Genau die gleichen Spieler produzieren dann Berichte über diese Waffe müsst ihr mit denen aufsetzen und die hypt und die ist die beste, die ist knallergut. Schmeißen diese Informationen auf den YouTube, machen darüber Videos und beschweren sich danach, dass jeder Noob, so wie ich, das Ding aufgreift, die Einstellung unternimmt und sagt, oh ja, ich habe eine Chance, ich habe eine Chance. Danke, lieber YouTuber, dass du mir die Augen geöffnet hast, wie es geht. Hallo, bleib da am Teppich. Das Spiel ist da, um gespielt zu werden. Und was das Spiel an Inhalten beinhaltet, sollte genutzt werden, weil sonst braucht man es nicht reinpacken. Und wenn jemand super in der Lage ist, wovor ich ja den Hut ziehe, das alles zu analysieren und rauszufinden, das mit dem und dem mit dem, dann Hut ab, dann ist es doch in Ordnung. Entweder er ist in der Lage, das für sich selbst zu nutzen, oder er macht es öffentlich, aber das Spiel bringt es her. Und wenn es das Spiel herbringt, ist es in Ordnung. Alles, was regt ihr euch über Spezialisten auf? Die sind halt da. Ihr könnt die doch auch spielen. Keiner hindert euch daran, die Fähigkeiten des Spezialisten links liegen zu lassen, weil sie euch nicht gefallen, sondern nur mit eurer Waffe durch die Gegend zu rennen. Und keiner hindert euch daran, irgendwas anderes zu machen oder das Spiel gar nicht zu spielen. Also regt euch doch nicht auf über so einen Scheiß. Ich reg mich nur lediglich darüber auf, dass man sich über sowas aufregt. Das ist ja echt aufregend, oder? Nein, was ich einfach sagen will, ich verstehe den Hintergrund nicht, warum man sich über Leute aufregt, die mit der Titan durch die Gegend rumsen. Lass sie doch. Dafür ist die Titan da. Die hat man ins Spiel eingebaut, weil sie eben schön aussieht. Bis sie zielgenauer ist und den Leuten den Kopf wegpustet. Dafür gibt die da. So, und dass man ein bisschen kritisieren kann, das ist ganz klar. Dass man sagt, okay, Treyarch oder Activision oder wer auch immer, liebe Designer, das Ding habt ihr ein bisschen hart gemacht, das ist ein bisschen heftig. Dann bleibt es immer noch am Publisher und am Designer und am, wer weiß ich das da, Programmierer, das zu entschärfen oder nicht oder eine Balance dazu zu finden. Aber man kann doch nicht sagen, dass deshalb dieses Spiel schlecht ist. Bei BO3 habt ihr euch alle aufgeregt, ich habe selber ganz wenig gespielt, haben sich alle aufgeregt, die Wände hochspringen und lang rutschen. Jetzt haben sie die Wände rausgenommen, das lang rutschen ist auch raus, jetzt passt es schon wieder nicht. So, es gibt viel schlimmere Sachen, die mich in dem Spiel aufregen. Was mich nervt, ist zum Beispiel, dass ich da als kleiner Wutzi, wenn ich Single, also alleine für mich spiele, den Multiplayer und in diese Dinge, dass ich ständig in laufende Runden reinkomme, wo die Runde von vornherein verloren ist und wenn ich meine Ehre verteidige und eben nicht rausgehe, dann verliere ich. Habe ich wieder eine Niederlage. Meistens kriege ich, weil das gegnerische Team schon 750 Hubschrauber am Himmel hat und 350 Drohnen, kriege ich dann auf die Mütze. Na gut, dann ist es halt so. Aber das wäre was, woran gearbeitet werden müsste. Ausgeglichene Lobbys zum Beispiel. Nicht Level 4735. Es gibt Spieler, da habe ich beobachtet. Ja, musst du dir mal reintun. Da habe ich beobachtet, Ding ist 3 Wochen auf dem Markt und die sind schon Level Prestige 10, 270. Ja gut, wenn ich keine anderen Hobbys habe, ist das so. Muss ich auch mitleben. Aber trotzdem, es gibt viel wichtigere Dinge als eine Titan und einen Spezialisten. Ist meine Meinung.
Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ich da völlig falsch liege oder ob ihr eine andere Meinung habt. Alles gerne gesehen. Likes fände ich ganz nett. Wenn ihr ein Abo da lasst, ist es natürlich absolut super. Und ansonsten, ich wünsche jedem einen Heidenspaß mit BO4 und bleibt sauber. Alles Gute. Euer Alter, man sieht sich vielleicht mal im Game. Vorausgesetzt, ihr wollt mit einem Noob zusammenspielen, der Streaks kaputt macht, indem man den Spezialisten benutzt. Bis denn.